Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch den Penny Adventskalender. Tatsächlich, ich habe ihn noch bekommen, denn ich war ein wenig unterwegs und habe nach Adventskalendern gesucht und habe den Penny Adventskalender gefunden. Und letztes Jahr habe ich auch den Penny Adventskalender ausgepackt. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass eventuell dieser Adventskalender genauso wird wie der letztes Jahr. Das muss ich auf jeden Fall nachhaken und ich werde es euch am Ende des Videos mal einblenden, ob das der gleiche war, beziehungsweise ob es der gleiche Inhalt war oder nicht. Und ich bin jetzt sehr gespannt drauf, was mich hier drin erwarten wird. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Der Adventskalender sieht auch so ähnlich aus wie der letztes Jahr. Auch rot-weiß war der letztes Jahr. Genau, und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. In der Nummer 1 haben wir sogar direkt etwas zum Naschen drin. Und zwar vom Primär Protein, ein Protein Bar Deluxe mit Karamell. So schaut er hier einmal aus. So, dann geht es weiter mit der Nummer 2. Hier habe ich von Aronal und Elmex die Zahnpasten drin. Und zwar das eine ist ja für morgens und das andere für abends. Und so schaut die Verpackung hier einmal aus. Und das sind einmal die beiden Zahnpasten. So, dann geht es weiter mit der Nummer 3. Hier drin haben wir sogar zwei Produkte drin. Und zwar von Iona, das medizinische Zahncreme-Konzentrat für Zähne, Zahnfleisch und Zunge. Beugt Karies und Zahnfleischentzündungen vor, sorgt für langanhaltend frischen Atem. So schaut das einmal aus, das erste Produkt. Und das zweite Produkt, was wir in der Nummer 3 drin haben, ist von Today Dent, Zahnseide gewachsen. Das sind 100 Meter. So, dann geht es auch schon weiter mit der Nummer 4. Von Alpecin habe ich hier ein Koffein-Shampoo drin mit patentiertem Hautaktivator. Das sind 15 Milliliter. So, als nächstes habe ich hier die Nummer 5 und zwar von Rexona Maximum Protection, Schutz bei Stress, Hitze und Bewegung, extra stark. Und so schaut das hier mal aus. Es sind 35 Milliliter, ist ein Deo-Spray. Ui, in der Nummer 6 haben wir sogar drei Produkte drin. Das erste habe ich hier von Olivia Cosmetics, eine Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor 15. Das zweite Produkt in der Nummer 6 habe ich hier von Bübchen, zauberhaftes Farbenbad, Farbwechsel, Bartgranulat, grünes Granulat, blaues Wasser. So schaut es hier einmal aus. Und das dritte Produkt in der Nummer 6 habe ich hier von Oral-B Professional, die Zahnfleischintensivpflege und antibakterieller Schutz, intensive Reinigung habe ich hier drin. Echt mega cool. Ich kann mich zwar für letztes Jahr noch erinnern, dass viele Produkte in einem Päckchen drin waren, aber mittlerweile ist das auch schon vergessen, ne? So, in der Nummer 7 habe ich hier von Listerin Cool Mint, milder Geschmack, entfernt bis zu 97% der nach den Zähneputzen verbliebenen Bakterien. Das sind 95 Milliliter. So, weiter geht es mit der Nummer 8. Hier habe ich von Palmolive Naturals ein Stück Seife drin. So schaut das hier einmal aus. So, auch in der Nummer 9 habe ich hier drei Produkte drin. Das erste, was ich hier habe, ist von TTZ Badeschätze Hammam Ritual. Ein hochwertiges Badeöl für ein traditionelles, erholsames Badritual mit Arganöl, Olivenöl, Falgen, Hammam und Kräutern. So schaut das hier einmal aus. So, das zweite Produkt in der Nummer 9 war das, und zwar von Litamin. Wellness und Care Mandelblütentraum Duftöl Dusche mit Mandelblütenextrakt. Das sind 50 Milliliter. So, und das dritte Produkt in der Nummer 9 habe ich hier von Aminomed bei gereizten Zahnfleisch und empfindlichen Zähnen. Das ist eine medizinische Kamillenblütenzahncreme. So, weiter geht es mit der Nummer 10. Und zwar habe ich hier von Cliff Energy Shower Body Hair Deo Shave Strong Attack und Tiger Gras extra fragrant. Und zwar sind das 50 Milliliter. So, dann geht es auch schon weiter mit der Nummer 11. Hier habe ich von Odolmed 3 Milchzahn von 0,5 bis 5 Jahren. Und zwar ist es eine Kinderzahnpasta. So, es geht weiter mit der Nummer 12. Hier drin haben wir zwei Produkte und zwar erstmal von Frosch. Eine Granatapfelsensitive Dusche, die schaut hier einmal so aus.
Und einmal von Today eine Peel-Off-Aktivkohle-Maske für unreine Haut mit Aktivkohle, Salicylsäure und Goji-Extrakt. Es geht weiter mit der Nummer 13. Hier habe ich von Amoy Karl die klassischen Hustenbonbons drinne mit ätherischem Öl. So, in der Nummer 14 habe ich hier von Swiss Sopar für trockenes, strapaziertes und glanzloses Haar und zwar eine Arganöl-Haarkur. So, in der Nummer 15 habe ich hier von Nivea Men Dry Active ein Deo-Spray. In der Nummer 16 habe ich hier von Schwarzkopf Tough Power Styling Gel Halt Nummer 5 bis zu 48 Stunden Power Halt. Das sind 30 Milliliter. In der Nummer 17 habe ich hier von Nivea Dry Active Antitranspirant 48 Stunden Protection Antibakteriell und das ist ebenfalls ein Deo Spray. In der Nummer 18 habe ich von Büppchen ein Calendula Baby Gesichtspflege. In der Nummer 19 habe ich zwei Produkte drin und zwar von Wilkinson Swerve Extreme 3 Beauty ein Rasierer drin. Und das zweite Produkt in der Nummer 19 ist von Dresdner Essence Wellnesswelten Mondschein Pflegebad mit floral pflegendem Duft, sinnlich und heiter. So schaut es hier mal aus und das sind 60 Gramm. So, dann geht es weiter mit der Nummer 20. Hier drin habe ich nochmal zwei Produkte drin. Das erste Produkt ist von Pantene Pro-Re Repair & Care, eine Pflegespülung, sind 90 Milliliter. Und das zweite Produkt in der Nummer 20 ist von Tetisep Badeschätze Schönheitsgeheimnisse, ein reichhaltiges Cremebad für ein luxuriöses, verwöhnendes Badritual mit Mandelöl, Honig und Milchproteinen. So, dann geht es weiter mit der Nummer 21. Hier habe ich von Meridol eine Mundspülung drin, ohne Alkohol. Und das sind 100 Milliliter. Dann geht es weiter mit der Nummer 22. Hier habe ich von CD eine Feuchtigkeitsdusche. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Das ist einmal die Richtung Wasserlilie. Mit 50 Millilitern. So, in der Nummer 23 habe ich hier von Kneipp ein Aromasprudelbad Entspannung pur und zwar mit Melisse. So schaut es hier einmal aus. So, und das letzte Kläppchen in der Nummer 24 sind einfach vier Produkte drin. Das erste Produkt ist einmal von Pantene Pro-Re das Repair & Care Shampoo drin, wo wir eben die Spülung drin hatten, ist hier einmal das Shampoo drin. Das zweite Produkt ist von Today Man ein Flex Pro Rasiersystem GT5 5 Klingen Diamant. So schaut er hier einmal aus. Dann habe ich hier von Express Camille Hand- und Nagelcreme. So, und das vierte und allerletzte Produkt für diesen Adventskalender habe ich hier von Büppchen ein Gewinnerbad. Knisterbad mit blauem Wasserfärbeeffekt. So schaut es hier einmal aus. Mir hat der Adventskalender mega gut gefallen. Ich habe mich tatsächlich nicht mehr an den letzten Penny Adventskalender vom letzten Jahr erinnern können. Aber ich werde mir gleich mal ein Video anschauen und gucken, was für Produkte dort drin waren. Das waren einfach hammermäßige Produkte für so einen Preis. Der hat, wie viel hat der nochmal gekostet? Ich meine 12 Euro irgendwas oder so. Und das sind einfach so krasse Produkte drin. Selbst wenn sehr, sehr viele Produkte so Probeprodukte sind, aber auch viele tatsächlich originale Produkte, ist das echt ein Top-Adventskalender. Den werde ich mir nächstes Jahr auch kaufen. Spaß beiseite. Nee, der war wirklich sehr, sehr gut. Muss ich ehrlich zugeben. Das ist kein Spaß. Ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Schreib mir mal gerne deine Meinung in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben vor dir freuen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ciao!